Die katholische Kirche Brasiliens hat für die Stichwahl um das Präsidentenamt des Landes eine indirekte Wahlempfehlung für den Linkskandidaten Fernando Haddad abgegeben. Den ersten Wahlgang hatte der rechtskonservative Jair Bolsonaro klar gewonnen. Am 28. Oktober tritt er gegen Haddad von der Sozialistischen Arbeiterpartei an. Die Bischofskonferenz warnte in einer Stellungnahme vor Populisten, die das demokratische System zerstören wollten. Es gibt keine Heilsbringer für das Land, sondern es gibt eine Demokratie und an deren Aufbau muss permanent gearbeitet werden. Diese Aussagen richten sich gegen Bolsonaro, der von Freikirchen unterstützt wird. Der Katholik hatte angekündigt, die Kriminalität zu bekämpfen, die Todesstrafe einzuführen sowie für den Schutz ungeborener Kinder einzutreten. Aus den früheren Volksparteien CDU, CSU und SPD sind Scheinriesen geworden. Diese Ansicht vertritt der Geschäftsführer des Markt- und Sozialforschungsinstituts Inser Consulere, Hermann Binkert, in einem Beitrag für die evangelische Nachrichtenagentur IDEA. Die Parteien der früher einmal große genannten Koalition würden derzeit auf Bundesebene zusammen nicht einmal mehr eine parlamentarische Mehrheit erringen. Vor 40 Jahren hätten noch 80% für Union und SPD gestimmt, so der Meinungsforscher. Dass nun aber frühere Nichtwähler wieder ihre Stimme abgeben, zeige, dass die Demokratie lebendig sei. Binkers Fazit: Die Veränderung der politischen Landschaft, die wir zurzeit erleben, kann eine Chance für unser Land werden, wenn über politische Ideen wieder leidenschaftlich gestritten wird und die Bürger merken, dass ihre Stimme wichtig ist, weil sie etwas verändern kann, so Binkert. Vom 8. bis zum 13. Oktober treffen sich im estnischen Tallinn mehr als 300 Vertreter nationaler evangelischer Allianzen aus 730 europäischen Ländern. Themen wie die Mission unter Muslimen und der Umgang mit Flüchtlingen und Minderheiten stehen in diesem Jahr im Vordergrund der Tagung. Das Thema Flüchtlinge stand auch auf der Agenda des Allianztages der Deutschen Evangelischen Allianz Ende September in Bad Blankenburg. Sehen Sie dazu einen Kommentar von Herbert Putz, Referent für Migration und Integration der Deutschen Evangelischen Allianz. Wir möchten als Christen Menschen, die in unser Land kommen, aus unterschiedlichen Ursachen, Flucht und Vertreibung, Verfolgung, sie hier begrüßen, willkommen heißen und sie begleiten in ihrem Hiersein, in ihrem Weg vielleicht auch auf Dauer hier zu bleiben, sich nach Deutschland hin zu integrieren und Teil auch unserer Gesellschaft zu werden. Wir möchten Sie einladen zum Glauben an Jesus Christus und möchten Ihnen Wege öffnen und Türen öffnen, sich in Gemeinde auch hineinzufinden und zu integrieren.